Seid mächtig gesegnet, die ihr das jetzt hört. Denn ich möchte jetzt einfach mal ganz locker und frei zwei Heilungszeugnisse mit euch teilen, die nur durch die Einnahme des Abendmahls gekommen sind. Und zwar habe ich für Ostern eine Videoserie produziert zum Passionsweg Jesu, also Shorts. Also ganz, ganz kurze Videos, 30 Sekunden, 40 Sekunden, also unter 60 Sekunden mit einem Bibelvers zum jeweiligen Tag. Also praktisch dieser Passionsweg vor Ostern, jeden Tag, was dort aus der Bibel uns überliefert ist, da heraus ein kurzer Vers für die Menschen, die Jesus noch nicht so kennen und am Handy vielleicht hin und her scrollen und darauf gestoßen werden. Ja, und als ich diese Videoserie produziert habe, also gerade bei dem Video zum Passamahl, hatte ich ja ein Weinglas auf dem Tisch stehen, ein Brot und den Bibelvers eingelesen und ich hatte noch nicht mal Traubensaft, richtigen Traubensaft da für das Weinglas, sondern da habe ich Kirschsaft hineingefüllt, aber das ist ja egal. Ich hatte es ja so für dieses Foto, für diese Aufnahme, für das Bild, für den Short genommen. Und als ich dieses Video zum Passamahl aufgenommen habe und dann hinterher nach der Aufnahme eben diese Sachen dort auf dem Tisch sehen habe, habe ich gedacht, ach, ich kann das Abendmahl doch jetzt auch selber feiern. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe das Brot genommen und ich habe, als ich das Brot gebrochen habe und gegessen habe, an all das gedacht, was Jesus an seinem Leib für uns getragen hat, für mich getragen hat. Ich habe nur daran gedacht. Und als ich dann einen Schluck Kirschsaft genommen habe, habe ich daran gedacht, dass Jesu Blut für mich vergossen wurde. Ich habe daran gedacht, was das bedeutet, dass Jesu Blut für mich vergossen wurde, dass wirklich alles vollbracht ist am Kreuz von Golgatha, dass Jesus alles gemacht hat, dass ich geheilt bin durch seine Wunden, dass sein Blut vergossen wurde, damit ich heil sein kann, damit ich keine Schmerzen haben brauche, damit ich frei auch bin von Schuld, damit ich gerechtfertigt bin vor Gott, damit ich im neuen Bund leben kann. Und dies aus Gnade, dass Jesus alles gemacht hat. Und daran habe ich nur gedacht. Ich habe, während ich das Abendmahl gefeiert habe, nur an Jesus gedacht, an sein Werk am Kreuz von Golgatha. Und danach, abends, habe ich festgestellt, als ich von unserer Dachwohnung die Treppe runtergegangen bin und meinen Hund Gassi führen wollte, dass ich keine Schmerzen mehr im Knie hatte. Denn jetzt müsst ihr wissen, ich habe ein paar Tage vor dieser Aufnahme so starke Knieschmerzen gehabt. Ich habe richtig gedacht, meine Kniescheibe fällt raus. Ich habe mich so ungünstig verrenkt, sage ich mal, ja, dass ich wirklich ganz dolle Schmerzen hatte im Knie. Ich konnte kaum die Treppe hochgehen und bei jeder Gassi-Runde war das echt eine Tortur, also weil wir eine hohe Treppe haben in unsere Dachwohnung hinein. Und ich musste mich, als ich hochgegangen bin, die Treppe auch am Geländer richtig hochziehen. Und jetzt bin ich abends runtergegangen nach der Videoaufnahme und ich habe auch gar nicht dran gedacht an mein Knie. Ich habe den Hund genommen, bin runtergelaufen und habe gedacht, hey, unten, ich habe doch gar keine Schmerzen mehr. Ich habe mir wirklich verwundert die Augen gerieben. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ach, das hast du dir jetzt so eingebildet. Du hast irgendwie gar nicht dran gedacht an dein Knie und habe gedacht, wenn ich gleich wiederkomme mit dem Hund, muss ich unbedingt nochmal genauer hingucken. Und ich bin reingekommen und die Treppe hochgegangen und ich hatte gar nichts, nichts, hundertprozentige Heilung. Ich bin ganz normal nach oben gestiegen. Natürlich habe ich mich auf die Verheißung Gottes gestellt, gleich schon zu Beginn, ne, wo ich das mit dem Knie hatte und auch gebetet für mein Knie. Aber es wurde nicht wirklich besser. Und jetzt nur durch die Einnahme des Abendmahls,
Das war für mich so ein krasses Heilungswunder. Ich habe echt gedacht, sowas, ja, von 0 auf 100. Also ich hatte wirklich gar nichts mehr. Und ja, ich war nur am Staunen, habe das natürlich gleich meinem Mann erzählt und habe gedacht, wenn das so ist mit dem Abendmahl, dann werde ich das auch am nächsten Tag mit meinem Vater feiern. Weil dem ging es nicht so gut zu dieser Zeit. Der ist 86 und lag wirklich sehr, sehr krank im Bett. Der war ganz blass und konnte kaum zur Toilette gehen. Er brauchte so viel Hilfe und Stütze. Der läuft am Rollator und ja, er lag nur noch im Bett. Er konnte gar nichts mehr. Der hat auch nicht mehr gegessen und ja, man hat fast schon gedacht, das geht zu dem Ende zu. Also das war ein furchtbarer Zustand und ich habe gedacht, ich werde das einfach mal probieren, mit meinen Eltern zu feiern. Und ich bin zu meinen Eltern gefahren und habe von meiner Heilung erzählt durch das Feiern des Abendmahles und habe gefragt, wollt ihr das nicht auch machen? Wollen wir das nicht zusammen feiern und daran denken, was Jesus für uns gemacht hat? Und das haben wir getan. Ich saß bei meinem Vater auf der Bettkante und rechts meine Mutter und wir haben das Abendmahl zusammen gefeiert. Mein Papa war so schwach, dass er das Brot gar nicht richtig nehmen konnte. Ich habe ihm das noch so in den Mund reingesteckt und er konnte das kaum kauen. Und das war so eine, ja, heilige Situation. Das war so besonders, das mit meinen Eltern zu feiern. Und so bin ich weggefahren nach Hause. Und am nächsten Tag hat mir meine Mutter erzählt, dass es meinem Vater viel, viel besser geht. Dass der schon nachts wieder ganz normal und alleine zur Toilette konnte. Normalerweise musste sie ihm helfen mit den Beinen zum Rollator. Das hat er alles gar nicht mehr geschafft, weil der so schwach war. Der lag nur noch im Bett. Und dass mein Papa wieder auf dem Sofa sitzen würde. Und ich bin hingefahren und habe mir selber ein Bild gemacht. Er hatte wieder Farbe im Gesicht und ist zu Kräften gekommen, konnte nachts wieder alleine zur Toilette und ja, das war einfach wunderbar. Und das alles durch das Feiern des Abendmahles. Und das wollte ich mit euch teilen. Und ich glaube, dass einfach diese Serie auch zu Ostern, ja, vielleicht die Menschen näher zu Jesus rücken kann, dass durch diese Serie auch die Präsenz Jesu in die Herzen fällt, dass auch Zeichen und Wunder geschehen. Und wenn du diese Serie im Vorfeld jetzt schon haben möchtest, vor Ostern, weil ich werde ja immer jeden Tag vor Ostern, also eine Woche vor Ostern, jeden Tag ein Short veröffentlichen auf meinem Kanal, dann kannst du dir aber jetzt auch auf Telegram, auf Heavenly Calling, die Videos runterladen. Ne, da kann man sich die Videos ja selber runterladen, dann kannst du die per WhatsApp versenden, du kannst die in deinen Status stellen, ja, für deinen eigenen Gebrauch benutzen, schon jetzt im Vorfeld. Ich bin ganz sicher, dass Jesus die benutzen wird, um Menschen anzusprechen. Halleluja. Du kannst diese Videoserie auch gerne in deiner Gemeinde einsetzen. Also auf den Videos ist keine Werbung von uns, noch mein Name, dass ich sie eingelesen habe, noch, dass ich sie produziert habe, also den Film erstellt habe. Sie sind wirklich ganz neutral. Du kannst sie ganz neutral einsetzen. Ja, und weil sie so neutral sind, möchte ich dich bitten, darüber nachzudenken, vielleicht den Verein Netzwerk CEV zu unterstützen, dem ich auch ganz viel Material zur Verfügung stelle, ja, dass einfach die Arbeit weitergehen kann, meine Arbeit weitergehen kann und viele Projekte vom Verein weitergehen können. Also wir sind wirklich darauf angewiesen, dass Menschen sagen, ja, ich möchte diese Arbeit finanziell mit unterstützen. Ich bin verlässlich dabei. Das wäre wunderbar und dafür danke ich dir jetzt schon im Voraus und du findest Infos zum Netzwerk CEV im Moment nur auf meiner Internetseite Heavenly Calling,
Aber der Verein wird auch bald irgendwann eine eigene Internetseite haben. Und dann bekommt man auch die ganzen Infos darüber. Halleluja,